Ja, Leute, ich weiß, es ist echt alles nicht so ästhetisch. Jo, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, letzte Folge lief ja nicht so gut. Also, diese Folge fängt auf jeden Fall auch gut an. Ich will ja heute die automatische Zuckerrohrfarm bauen. Wollte jetzt hier ganz entspannt farmen gehen, erstmal kurz außerhalb der Aufnahme. Und dann komme ich in den Nether und werde hier erstmal komplett angegriffen. Da dachte ich mir, mache ich lieber mal sicherheitshalber die Aufnahme nochmal an. Bevor es jetzt hier so kommt, dass ich hier sterbe, ohne dass ihr es seht. Ich werde aber, glaube ich, nicht sterben. Also, es ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber die Endermen könnten mich töten. Aber ich denke nicht. Das Ding ist, Leute, ich töte die Enderman. Nicht, dass ihr euch wundert, ich töte die, weil ich brauche Enderperlen, ne? Ist ja klar. Trotz dessen, ja, ich muss jetzt ein bisschen... Hier, wie heißt das? Nether Quarz muss ich ein bisschen farmen. Denn ich brauche unbedingt Nether Quarz für Observer, für die automatische Farm. Ja, davon halt jede Menge. Deswegen, ich habe mir überlegt, dass ich die mit 4 Stacks Erde mache. Also brauche ich dementsprechend auch wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie wirklich so groß baue. Aber wahrscheinlich brauche ich dann auch 4 Stacks Observer. Ich denke mal, das Design kennt jeder von euch. Das ist nichts außer Erde, Observer und Pisten. Und schon funktioniert der ganze Hase. Also gerade ist hier echt wenig an Netherquarz, ne? Kann auch sein, dass ich hier vielleicht überall schon mal war. Aber bisher muss ich sagen, bin ich eigentlich vom Nether Besseres gewohnt. Und wir können einmal, oh mein Gott, ich habe jetzt Behutsamkeit. Wir können ja jetzt das Glowstone abbauen. Und bekommen ja endlich den vollen Block gedroppt. Ist ja mega entspannt. Sag mal, du kannst mir doch nicht erzählen, dass hier nirgendwo Netherquarz ist. Habe ich das alles schon mal abgefarmt? Kann das sein, dass ich hier schon mal lang gegangen bin einfach? Und Alter, diese... Ich töte die nicht mehr, weil ich den Loot will, sondern einfach, weil mich dieses Geräusch so nervt, wenn die ganze Zeit rumstöhnen. Oh, es geht schon wieder los. Wo sind die Biester, Alter? Die stöhnen hier schon wieder so rum. Wisst ihr, ihr habt es gut im Video, wisst ihr? Weil ich stelle das halt, den Sound stelle ich leiser im Video, im Schnitt. Und ihr hört das halt kaum. Aber Alter, ich bin hier in der Hölle. Gefühlt ist das lauter als meine Stimme. Und die stöhnen hier die ganze Zeit rum, Alter. Es sind, glaube ich, 3 Stück um mich rum, die hier die ganze Zeit stöhnen. Man wird bei diesem Sound verrückt. Aber egal, ich mache mich jetzt auch auf den Weg nach Hause. Hab hier ja gar keine Lust mehr auf den Nether. Ich habe jetzt auch, ihr seht, ich habe genug an Netherquarz. Oder es müsste theoretisch gesehen reichen. Und unser Portal ist hier direkt um die Ecke. Deswegen ganz entspannt kommen wir da hin. Oh, Alter, da war wieder der Block MLG King in mir. Hopp. Und einmal da rein. So, dann können wir nämlich jetzt direkt loslegen und einmal die Observer craften. Okay, wir craften den Hauptteil der Observer dann unten. Hier crafte ich jetzt erstmal nur ein bisschen, also den Anfang. Okay, dann, ja, ich crafte einfach alles mal unten. Theoretisch müsste ich alles unten haben, um den ganzen Stuff craften zu können. So, hier können wir uns nämlich jetzt einmal ein bisschen Bruchstein machen. Dann Observer. Bruchstein geht hier echt drauf, ne? Bin ich echt froh, dass ich doch so viel gefarmt habe. So, das sollte erstmal reichen an Observern. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich den Rest auch in den Massen machen kann. So, Kolben brauchen wir jetzt Holz für, Eisen für und Bruchstein. Okay. So, dann haben wir auch genügend Kolben. Jetzt brauche ich einmal das und dann müssen wir einmal Schienen craften. Einmal ganz normale. Ich denke mal davon... Nee, davon reicht nicht mal ein Stack, ne? Schienen. Davon brauchen wir tatsächlich sogar ein bisschen mehr. So heißt, das brauchen wir. Dann brauchen wir noch Powered Rails. Heißt, wir müssen ein bisschen Gold vercraften. Wofür hier ist nicht... Leute, das Ding ist, hier ist halt wirklich gerade nichts. Irgendwie, dass hier meine Nachbarn hin und her fahren oder so. Hier ist überhaupt nichts los. Ich weiß gar nicht, warum mein Wofür bellt. So, ich glaube, wir Schienen brauchen wir, glaube ich, nicht mal so viel. Aber theoretisch... Ne, wir brauchen noch Wasser. Wasser habe ich eh in Eimern. So, dann haben wir 7 Hopper. Die müssen theoretisch auch reichen. Und dann können wir aus dem restlichen Zeug, was wir jetzt hier noch haben, Redstone-Fackeln machen. Und aus dem Holz können wir kurz noch eine Chest craften, eine Truhe. So, theoretisch müsste das wirklich jetzt alles gewesen sein. Heißt, wir gucken jetzt mal, wie wir unser Inventar einmal managen, dass wir auch wirklich alles reinbekommen. Das müsste theoretisch dann hier der Stuff sein, den wir jetzt benötigen. Ich habe jetzt hier einmal alles kurz schnell gecraftet. Müsstet ihr auch mitbekommen haben. Und jetzt gehe ich einmal kurz noch Wasser holen. Ich würde sagen, wir bauen das einfach auf Höhe 84, da wo wir ja den Hafen dann noch bauen wollen. Dass die Farm nicht irgendwo in einem Weg steht. Dass wir das alles im Prinzip hier auf dieser Höhe bauen. Ich würde sagen, pro Abteil so ein halber Stack an Blöcken müsste reichen. Weil ich will mehrere Abteile im Prinzip bauen, die dann einfach zusammengeführt werden. Aber als allererstes will ich hier jetzt einmal ein Vorabteil bauen. Damit ihr so seht, wie ich das vorhabe vom Design her. So, okay, also wir müssen hier jetzt erstmal Schienen hinbauen.
hier wird das Ende sein, heißt wir müssen einmal so, das ist das Ende und dann kommen hier im Prinzip durchgehend einfach Power Weights hin. Die müssen wir dann natürlich auch noch bepowern, aber das ist ja überhaupt kein Problem. So, hier am Ende der Konstruktion können wir dann einen Block hinsetzen, also jetzt hier sagen wir mal den hier hin. Weil hier spawnen auch schon wieder Monster ohne Ende. Es ist ja schon wieder so ein Abfall. Das Ding ist, guck mal, ich habe hier schon versucht, relativ alles auszuleuchten. Natürlich sind hier immer noch dunkle Stellen, weil das Gebiet hier auszuleuchten ist ein bisschen schwierig, aber nicht zu ändern. Aber naja, auf jeden Fall kommt dann über die Powerheads. Und wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir haben die Erde vergessen. Das Entscheidende, wo dann eigentlich das Zuckerrohr raufkommt, genau das fehlt einfach. So, genau, hier oben kommt jetzt Erde einfach ganz easy rauf. Wo dann später, das Zuckerrohr habe ich jetzt nicht dabei, aber hier kommt dann später im Prinzip Zuckerrohr rauf. Ich bin der Meinung, Zuckerrohr, kann man Zuckerrohr auf Erde einfach setzen? Oh Mann, ich bin so ein Blödsack, warum nehme ich denn nicht einfach Zuckerrohr mit? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man Zuckerrohr auf Erde setzen kann, wo kein Gras drüber gewachsen ist. Aber theoretisch bin ich der Meinung schon. Nee, man kann es eben nicht raufsetzen, oh. Da hätten wir jetzt aber fast einen ganz großen Fehler gemacht, du. Heißt, wir können die Erde nicht benutzen, sondern müssen hier einmal uns die Erde schnappen. Nee. Hä? Ach so. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Hier ist kein Wasser daneben. Deswegen vielleicht. Muss hier vielleicht einfach Wasser daneben und dann können wir das Zuckerrohr setzen. Wow, okay. Ich bin echt manchmal ein bisschen retarded, Leute. Das Ding ist, das wird eine ganz schön, naja, nicht große Farm, es wird so ein Mittelding. Nur ich hoffe, wir bekommen da wirklich genug Zuckerrohr raus, dass wir halt mit den Villagern gut handeln können. Ich werde dann auch wieder öfter AFK stehen und so, dass die Chunks hier geladen bleiben, dass wir damit auch keine Probleme haben. So, hier oben kommt dann das Zuckerrohr rauf. Hier müssen wir jetzt einmal eine Linie ziehen, wo dann da das Wasser hinkommt, damit das Zuckerrohr auch überhaupt gesetzt werden kann. So heißt, wir können hier schon mal mit unseren Wassereimern immer wiederholende unendliche Quellen machen und einmal das Wasser schon mal reinsetzen. So, dann muss einmal hier über das Wasser ein Block. Und Leute, ich mache das jetzt übrigens alles bewusst mit Dirt, denn das Dirt kann ich richtig einfach dann wieder abbauen. Das ist ja dann kein Problem. Und hier kommen dann die Kolben rauf. Die werden im Prinzip aktiviert durch den Observer, der oben drauf steht, der dann das Redstone-Signal abgibt, sobald einmal so ein Ding hier gewachsen ist. Und der Observer muss in die Richtung zeigen, so. Heißt, wenn hier ein Sugarcane hochwächst, erkennt der Observer, ah, der ist jetzt auf dem dritten Block. Der Kolben wird rausgetriggert und dann wird Zuckerrohr fliegt hier gegen eine Wand, die muss ich noch bauen. Und wird dann vom Hopper Minecart eingesammelt. So, ganz entspannt. Und jetzt fehlt theoretisch nichts mehr, außer die Umrandung. Die Frage ist, die Umrandung können wir halt nicht mal aus Glas bauen, weil ich kein Glas besitze, Alter, Leute. Ich bin so ein armer Schlucker. Heißt, wir müssen das einfach aus Erde bauen. Ja, Leute, ich weiß, es ist echt alles nicht so ästhetisch. Aber besser als keine Zuckerrohrfarm in irgendeiner Weise zu haben. Und außerdem ist sie ja, wie ihr wisst, eh nur übergangsweise. Die wird später natürlich abgerissen. Das ist einfach wirklich nur dafür, dass wir erstmal wirklich Zuckerrohr überhaupt haben. So, das hier müsste jetzt theoretisch als Umrandung hoffentlich reichen. Ich bin mir nicht sicher, wenn die Kolben das Zuckerrohr wegschlagen, ob das Zuckerrohr vielleicht hier noch... Wisst ihr was, wir setzen einfach über die Observer noch einen Block. Ist ja kein Problem. Das sollte sie theoretisch beim Signal geben nicht stören, wenn hier noch ein Block drauf ist. Ich will das aber oben eigentlich gerne offen behalten. Einfach nur, damit ich auch einen Überblick habe, ob das alles auch wirklich funktioniert oder halt nicht. So, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, hier hinten an den Kolben muss jetzt noch eine Reihe Blöcke ran. Da kommen dann im Prinzip ganz easy einfach, kommt da Redstone rauf. Dieses Redstone gibt dann halt einfach das Signal an den Kolben weiter. Ist ja, denke ich, verständlich so. So, dann kommt hier unsere ganz normale Chest hin. Hier kommt ein Hopper drauf. Hier kommt dann eine Antriebsschiene hin. Dann muss die Antriebsschiene noch mit einem Signal getriggert werden. So, okay, dafür, für das Redstone-Signal müssen wir nochmal die Kiste umsetzen. Die kommt einmal so hin. So, jetzt ganz easy. Hier, wir machen das Redstone mal lieber nicht mit Erde, weil das Problem, Leute, ist, dass Erdeblöcke immer von Endermans geklaut werden können. Und wenn die hier einmal den Erdeblock klauen, dann ist halt vorbei, weil, ja, ne, dann ist echt blöd. So, aber hier und hier kommt einmal das hin. So, dann ist es ganz easy. Dann kommt hier ein Redstone rauf. Da kommt eine Redstone-Fackel hin. Und der Comparator, den wir gemacht haben, den wir nicht gemacht haben. So, dann kommt da der Comparator hin. Und jetzt gibt das Signal im Prinzip da, das einfach ab und fertig ist die ganze Sache. So, jetzt brauchen wir noch ein Hopper-Minecart, was ich natürlich auch noch nicht gecraftet habe. Ja, ganz easy. Hier kommt jetzt das Minecart drauf. Das fährt natürlich nicht lang, weil die Blöcke hier noch nicht bepowert sind. Aber wenn wir die jetzt hier einmal bepowert haben, was ich ja jetzt kurz gemacht habe,
kann das Minecart theoretisch, wenn es dann mal einen Anschwung bekommen würde. Okay, ich baue es jetzt einmal nochmal ab und setze es neu. Und wenn ich das Hopper-Minecart jetzt hier setze, fährt es los, fährt einmal bis nach dort hinten, sammelt natürlich alle Items. Okay, es bleibt einfach dort hinten. Scheinbar hat es keinen Bock zurückzukommen. Hä, warum? Warum bleibt es dort hinten hängen? Brudi, du musst zurückfahren. Ah, ich. Also wenn das jetzt wirklich an dem Glowstone-Block lag, dann weine ich gleich. Hä? Nee, das kann doch. Doch, es lag halt wirklich an dem Glowstone-Block, dass das Minecart nicht hin und her gefahren ist. Oder? Zeig mal. Ja, es lag wirklich an dem Glowstone-Block. Leute, als ob das. Wusste ich gar nicht, dass es an dem Glowstone-Block überhaupt legen kann. So, jetzt müssen wir einmal unseren Stuff hier in der Kiste packen. Das erledige ich einmal schnell, damit wir den Stuff auch, oder damit ich den Stuff gleich offscreen noch habe, wenn ich die nächste Farm bauen möchte. Und jetzt werden wir einmal unser Zuckerrohr holen, das setzen und auch einmal direkt die komplette Farm austesten. So, theoretisch kann ich die jetzt hier alle einmal setzen. Und jetzt kann ich euch den Mechanismus auch einmal kurz zeigen. Sagen wir jetzt hier, die Hälfte ist bei 2 und dann kommt 1 hoch und geht auf 3. Dann wird hier alles einmal abgeordnet. Ja, super Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Ich werde mich jetzt hier wieder mal eine ganze Zeit lang AFK hinstellen und mal abwarten, wie das hier aussieht mit der Farm. Und euch dann in der nächsten Folge auf jeden Fall zeigen, was hier abgeht. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Morgen 17 Uhr. Bis dann und ciao, meine Freunde.